Na gut, komm her. Roter Angriff. Ja. Und trifft mich trotzdem. Wow. Alter. Oh, ich sehe gerade, es geht ab einem bestimmten Zeitpunkt wieder los, weil er hat schon ein bisschen Schaden erlitten. Das hat's vollgebracht. Geh auf ihn drauf, Junge! Schick deinen größten Vogel! Keine Gnade zeigen. Voll. Nicht einmal erwischt. Scheiße. Komm, komm, komm. Nice. Yes, 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 yes. Und jetzt. Alter, der haut aber auch drauf. Mal gucken, ab wann es wieder losgeht. Vielleicht zur Hälfte? Leider nicht. Schade. Kann ich das jetzt schon? Wahrscheinlich nicht. Ne? Oh, das Ding kann man schmeißen. Nice. Keine Gnade zeigen. Okay. Immer schön ausweichen. Komm schon, ich peitsch dich ein bisschen aus. Der hat mega gesessen. Voll gut. Yes. Jetzt läuft's doch. Jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt habe ich den Dreh raus. Einigermaßen. Okay, was geht denn jetzt? Ja, ist das so. Ja, soll er ruhig machen, er trifft mich nicht. Du triffst mich nicht. Keine Chance. Was ist das denn? Okay, das war neu. Schon. Ja, ich kann die Angriffe nicht starten. Okay, next round, wie es aussieht. Okay, immer den Schild gezückt halten. Wow. So nicht, junger Mann. Yes, yes, yes. Er ist nicht mehr so lang. Ein roter Angriff, du willst mich verarschen. Was geht denn jetzt ab? Alter, was für ein Fight. Aber diese Inszenierung, ne? Komm her. Ich glaube, wir bringen ihn um, oder? Ich glaube schon. Matthäus, die Säule! Schnell! Okay. Okay, vier, komm, Junge!
Okay, das war's. Gekillt. Gekillt, oder? Ist er tot? Ja, ich denke schon. Von alleine gelassen. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Tut mir leid, Junge. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Ja. Helheim verlassen. Wiedervereinigung. Es war echt ein schönes Tier, muss ich sagen. Ruhe in Frieden. Tut mir leid, Junge. Ich probiere jetzt gerade hier Sachen aus, die ich nicht probieren sollte, ne? Wir verlassen Helheim. Komm mit. Okay. Oh, so ein schönes Tier. Und so krass detailliert. Ich will gar nicht gehen, aber... Es gab keine andere Lösung, wie es aussieht. Immerhin kann er jetzt keinen Schaden mehr anrichten. Das heißt, diese... Löcher reißen in die Dimensionen. Das ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Ah, es war auf jeden Fall ein harter Fight. Das war... Man muss erst mal rausfinden, was der so für Angriffe drauf hat. Ja, ja. Ich weiß. Schließ dein Herz davor. Die nächste versperrte Tür. Wie immer. Wie immer. Kennst du doch. Was haben wir hier? Ansturmschild. Ein Schild, der von den Legenden über die Schlachtfen... Was? Ein Legendenschild? Abwehr, Alter. Abwehr geht nach oben. Glück geht nach oben. Tippen Sie L1 zweimal an, um einen Schildansturm vorwärts in einen Gegner auszuführen. Das sieht geil aus. Während Sie eingehende Angriffe abwehren. Besser als unser Schmetter-Sternschild. Ich wollte schon Schmetterlingsschild sagen. Wir nehmen mal den hier. Probieren wir es aus. Schildzusatz. Okay, das ist Level 6 hier. Vergrößert jetzt Zeitfenster für Paraden. Aber wir haben hier natürlich Abwehr, Runenkraft und Abklingszeit. Hier geht die Abwehr nach oben, aber Runenkraft und Abklingzeit geht nach unten. Zeitfenster und hier zweimal antippen gegen Gegner mit Statusbefall, haben das Leiden auf und verursachen eine schädige Elementarexplosion. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wir lassen das mal so. Lass einmal. Unser neuer Schild. Ja. Ja, das kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Was passiert, wenn ich das hier drücke? Okay, wahrscheinlich müssen wir hier wieder irgendwas draufsetzen. Den hier. Dann. Nee, ich glaube, hier müssten wir einen draufsetzen. Dann treffen die sich nämlich. Hast du eine Idee? Ja, ich habe ja schon eine Idee. Wie mit meinen Siegeln den Frost zum Rad bringen. Ah, warte mal ab. Hier, guck mal. Soll sie gehen? Danke für den Tipp, Sohn. Los, das Tor ist auf. Habe ich auch alleine rausgefunden. Als du weg warst, war ich bei den Nornen. Sie sagten mir... Heimdall wollte dich in Asgard töten. Na, geht doch! Heimdall? Die Norn? Ich dachte, daran glaubst du nicht. Tja, wir glauben dran. Und deswegen haben wir den Speer. Den brauchen wir nicht. Erzähl den vom Speer, Mann! Das ist gut, dass du ihm das erzählst. Das ist echt gut. Ich freue mich. Ich meine, es gibt keinen Grund, ihm das nicht zu erzählen. Warum? Geil. Jede Menge Hacksilber. Also nicht wirklich jede Menge, aber... Aber so ein bisschen. Hier und dort. Zack. Nehmen wir alles mit. Alle drei. All drei zusammen.
Haben wir hier noch was? Da ist noch einer. Na gut. Ich denke, das reicht. Was bist du? Nichts. Ich denke, das reicht. Erzähl ihm mehr von dem Speer. Was ist das? Was? 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 Los, ist das Loch im Boden. Wir hauen echt ab von dem Gegner? Das sag ich ja noch nie. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ist es nicht? Bleib nicht stehen. Lauf! Wohin? Zur Treppe. Nach draußen. Schnell! Das erste Mal, dass Kratos nicht weiß, was er tun soll. Alter. Der lebt noch. Der lebt eiskalt noch. Hier durch, komm, Junge. Er versperrt den Weg. Ja, ja. Der hat wieder volle Lebenskraft. Was muss ich... Das Ding? Okay, das Ding zerstören. Alles klar. Spring! Irgendwas hat er an der Pfote gehabt. Das sah sehr auffällig aus. Okay, weißt du was? Guck mal hier. Geil. Okay, macht jetzt nicht wirklich Damage. Aus dem Weg! Vorsicht! Obwohl, die ist böse. Sehr böse. Und ich versteh's. Geil! Oh, ich feier das gerade. Wenn wir ihn nicht finden, überschwemmen die Toten weiter die Welten. Ja. Die Welten stürzen ein. Du musst deinen Geist beruhigen lernen. Vielleicht weiß ich, dass ich Chaos brauche. Was hast du noch gelernt? Einander vertrauen müssen. Ganz recht, Junge. Ganz recht. Wir kriegen das schon hin irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber... Krass, dass er noch lebt, Mann. Hast du das? Wo ist der? Pass auf! Oh! Alter. Gut? Ja, absolut. Jetzt kämpfen wir. Ein neues. Benutzt dein Speer. Er muss Schwachstellen haben. Habe ich gesehen. Ja. Schwachstellen. Vielleicht am Hals? Nicht getroffen? Auch nicht. Scheiße. Junge, beruhig dich! Ich treffe seine Schwachstellen nicht. Gib schon auf! Schwachstellen hier? Das Ding vielleicht? Das auch nicht. Ich greife ihn an. Oh! Er hat dieses Ding wieder bekommen. Doch mal aus! Doch, den Speer lieber. Treffer, yes! Guck mal hier, Junge! Oh, muss ich das Ding erwischen? Nice! Haben wir ihn jetzt? Los, bleib liegen! Bleib liegen! Bleib einfach liegen, Junge! Du willst das doch gar nicht! Nein! Das sehe ich! Kommt er immer wieder zurück? Der hat sich voll aufgeladen! Das ist seine Natur! Ich will das ändern! Schnell! Weil ich niemand töten kann! Warte! Ich kann das beenden! Wie denn? Rücken helfen! Vertrau mir, bitte! Ich schaff das!
Dann auf deine Art. Was muss ich? Schub die Schockwellen auf. Okay. Ich bin gleich tot, Junge. Die Welt nicht weiter verändern. Treffer, Treffer. Frau Killis. Okay, das war's. Und jetzt? Das ist unsere Chance. Ja, komm. Betäub. Ach so. Greif an. Was ist zum Henker? Was machst du, Junge? Jetzt! Bitte funktionier, bitte, bitte! Was soll denn da funktionieren? Weg, ja! Hat das funktioniert? Oder nicht so? Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen ihn finden. Los! Yes, Sir. Alter, was für ein fucking Fight war das denn? Das ist so geil inszeniert, Mann. Alter. Wow. Es macht echt Spaß. Ich hoffe, das Spiel geht nie zu Ende. Warum wird meine Lebensanzeige nicht angezeigt? Scheiß drauf. Okay, komm. Einmal hier durch. Was hat er denn gemacht jetzt? Ich bin jetzt hier lang gekommen. Suchen wir einen anderen Weg hoch. Alright. Was hast du getan? Der Zauber, bei dem du mich zu Hause sahst, als Fenrir starb. Ich wusste es nicht, aber ich versetzte aus Versehen seine Seele in mein Messer. Seelen sind mächtig. Also dachte ich, Fenris könnte... seine Natur ändern. Ja, mal sehen, ob es geklappt hat. Was? Fenris Seele? Sein Wolf, der gestorben ist, ganz am Anfang. Das wäre krass. Das wäre sehr krass, wenn das klappt. Okay. Junge, ich bin dabei. Wenn das klappt, bester Sohn. Okay. Schauen wir mal, wo er hin ist. Monsieur Wolf. Hier hoch. Let's go. Schneller, Junge. Ich so lahmarschig. Habe ich dir das etwa beigebracht? Als ich dich in Midgard fand, bevor Freya angriff, sagtest du, du musst mich beschützen. Warum? Ich sah eine Prophezeiung. Du lagst in meinen Armen. Tot. Das haben wir auch gesehen. Sie auch. In Jötunheim. Was? Du wusstest? Deshalb hast du mich so hart trainiert. Eines Tages musst du überleben. Ohne mich. Das lasse ich nicht zu. Auf keinen Fall. Och. Nein. Jede Reise geht mal zu Ende. Och nö. Nicht unsere. Nicht so. Ich glaube echt, dass es so enden wird. Und es tut mir jetzt schon weh. Ich werde wahrscheinlich heulen. Wenn Kratos stirbt, werde ich heulen. Ich kann das jetzt schon sagen. Ich hoffe sehr, dass er nicht stirbt. Bitte, liebes Spiel, töte Kratos nicht. Sonst ist die Serie tot. Die Serie ist tot. God of War ist gestorben. Das Spiel kann nicht fortgesetzt werden mit diesem Bengel hier. Nichts gegen ihn, aber es geht nicht. Es muss Kratos sein. Kann nicht Atreus übernehmen. Es ist nicht möglich. Ja, warten wir erstmal ab. Vielleicht können wir ja das Schicksal irgendwie ändern. Das wäre nicht das erste Mal mit Kratos, dass wir es hinbekommen, irgendwelche Schicksale zu ändern. Es ist meine letzte Hoffnung, aber mal abwarten. Weißt du, es sieht aus, als würde es hier einen Kampf geben. Oh, da ist er. Das sieht nicht freundlich aus. Alles gut. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Tut mir leid. Es ist vorbei. Versprochen. Das sieht so krass aus. Fan? Bist du's? Nee! Oh! Wie geil! Alter! Einfach eine neue Seele eingesetzt. Klar, warum nicht? Braver Junge. Oh, wie cool.
Ihr oh. Hast mir auch gefehlt. Oh mein Gott, ist das gut. Ich war nicht sicher, ob's klappt. Geschafft. Wow. Alter, sag was. Kratos, ich bitte dich. Sitz. Ja, das nicht. Aber auch nicht schlecht. Wie ist das möglich? Durch Riesenmagie. Ich hab dazugelernt. Ist das schön. In Asgard. Das hat nichts damit zu tun. Mehr Geheimnisse. Nein. Ein Versprechen. Jemand hat es mir anvertraut. Wie zwischen dir und Mutter. Siehst du, du kannst mir vertrauen. Natürlich können wir das. Mach nur nicht so eine Scheiße und geh nicht zurück nach Asgard. Heim? Das ist vollbracht. Wir sollten die anderen informieren. Durch ihn kommen wir nach Asgard. Oder? Also, als die Nornen dir sagten, dass Heimdall mich töten dafür ist dein Speer gedacht, oder? Richtig. Heimdall ist ein Idiot, aber so bist du doch nicht mehr, oder? Ein Göttermörder. Du willst keinen Krieg. Nein. Aber ich werde alles tun, damit du sicher bist. Oh. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob es rausreicht, ihm Angst einzujagen. Ja, Kratos hat sich geändert. Sehr sogar. Ja, er verschont seine Gegner mittlerweile schon. Das ist schon sehr ungewöhnlich für ihn. Sag mal, hier geht's ja runter. Von hier kam hier hoch. Okay, tschüss. Wie krass war das? Er ist einfach heimgegangen. Durch ihn kommen wir nach Asgard. Safe. Das ist der Weg. Mit Fenrir. Wie cool. Einfach. Wie absolut cool. Wie komme ich denn? Oh, Moment. Das will ich jetzt... Ja, Moment. So, einmal runter. Das habe ich nicht gesehen. Das dürfte ja funktionieren. Und es funktioniert. Das schauen wir uns an. Bevor wir losziehen Richtung Heimat. Was gibt's hier? Aha. Hier ist eine Blume. Oh, eine Blume. Ja, komm, die schnappen wir uns. Ich treffe auf Seelenblüte. Was? Das weißt du? Krass. Okay, cool. Seelenblüte, nehmen wir. Für die gute Freya. Okay, hat's gelohnt. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Okay. Komm ich hier nicht vorbei? Oh. Ach, hier. Ich habe irgendwas gehört. Wo bist du? Du ekelhafte Kreatur. Ich höre dich. Da. Wie kommt man an den dran? Von hier? Kommen wir nicht dran. Was? Shit. Hä, wie komme ich denn an den dran? Oh, das Tor. Das Tor öffnen wir hiermit, oder was? Wahrscheinlich, ne? Okay. Toll, es ist offen. Ja. Vielleicht könnten wir mit den Siegeln das Rad da oben einführen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Wieder zurück, bitte. Hier auch. Reicht das? Ich glaube nicht, dass das reicht, oder? Probieren wir es aus. Oh. Okay. Hat noch gereicht. Vater, wenn den Mäuren nicht zu trauen ist, warum kümmert es dich, was sie sagen? Wenn es um dein Leben geht, gehe ich kein Risiko ein. Da hast du absolut recht mit. Sag mal, was ist das denn da hinten? Das ist der Vogel! Wir haben den Vogel gefunden! Geil! Okay, da gehen wir sofort hin. Das will ich sehen. Da müssen wir lang. Aber ich will hier lang. Aber zuerst lesen wir. Die Runen. Die Runen. Endlich haben wir wieder was zu lesen.
Rissfilgr. Oh, der heißt tatsächlich so, oder? Die mächtige Rissfilgr, Verschlingerin der Toten, Schöpferin der Winde, ist nicht die Erste, die den Titel von Hel für sich beansprucht. Und sie wird auch nicht die Letzte sein. Seit der Zeit der frühesten Fröste haben 9 Herrscher diese Rolle bekleidet, wobei ihre Amtszeit am längsten währte. Aber wann wird ihre Herrschaft enden? Und wird sie mit Gewalt abgesetzt werden oder ihren Titel freiwillig abgeben? Die Toten beobachten und warten. Rissfilgr. Ist das der Vogel? Ich will zum Vogel. Du Kackvieh. Können wir gegen dich kämpfen? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber das wäre krass. Oh, das habe ich. Das reicht, Belgier. Tatsache. Sollen wir mit dir reden? Ja, mit dir reden? Warum? Ich wollte nur gucken, aber reden noch besser. Region entdeckt. Hels Aussichtspunkt. Alter. Dann lass mal reden. Raschfelger! Garmolai Sakerko! Sechs Risse zu schließen gibt und wir keinen Dank erwarten sollen. Sie hätten nie geöffnet werden dürfen. Sie hat nicht Unrecht. Rissfilgr, wir haben mit dem Adler gesprochen, der hier in Helheim thront. Er sah aus der Ferne zu, als ich auf unserer vorherigen Reise gegen den Brückenwächter kämpfte. Ja, das haben wir gesehen. Durch die Befreiung Garms haben wir 6 Risse nach Helheim geöffnet. Rissfilgr ist nicht erfreut. Scheint jedoch nicht unser Gegner zu sein. Das ist auch besser so. 6 Risse. Wir müssen die schließen, nicht wahr? Das kriegen wir hin, mein Freund. Das kriegen wir hin. Alter, wie cool. Wie absolut cool ist das? Genau das wollte ich. Du bist der Beste. Stirb! Okay, nice. Das war's, oder? Die mehr können wir jetzt nicht machen, oder? Können wir nochmal mit ihm reden? Bitte reden mit ihm. Geht nicht. Gut, gut, gut. Zenot. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Und hauen ab hier. Es wird echt kalt. Es wird mega kalt hier. Schon beim Zusehen wird mir kalt. So, ich meine, du hast den Schutz von Odin wahrscheinlich noch. Aber der gute Kratos eben nicht. Diesen Wärmeschutz. Können wir ihn von hier auch sehen? Nee, nicht wirklich. Schade eigentlich. Ach, hier sind wir. Oh, wir sind wieder ganz am Anfang. Der war die ganze Zeit hier. Geil. Ich feiere das gerade sehr. Super, super cool. Was ist denn? Das mystische Tor ist verschüttet. Was? Ich mach das. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Das sollte ja wohl kein Problem sein, oder? Warum ist das verschüttet? Was hat das für einen Sinn? Was? Okay, Moment. Sorry. Das ist sehr peinlich gerade für mich. Okay. Okay, cool. Cool. Was ist? Ja, was ist? Ich war wieder zurückgekehrt zu meinem alten Wesen. Zornig. Argfinisch. Mit dir. Jetzt und vorher. Ich
Ich hab dich verjagt. Und ohne dich war ich leichtsinnig. Zu selbstsicher. Hab dumme Fehler gemacht. Ich dachte irgendwie, ich schaff das alleine. Du hattest recht. Nein. Auf unserer gemeinsamen Reise bist du ein Krieger geworden, deines Namens würdig. Das stimmt. Ich war der, der nicht bereit war. Du musst nicht der sein, der du warst, nur weil ich nicht da bin. Versprechen wir es uns. Ich höre auf deine Stimme in meinem Kopf, wenn du nicht da bist. Zur Führung. Und du machst dasselbe. Ja? Na, ob das klappt? Ich muss wissen, dass du ohne mich klarkommst. Oh, krass. Und das zu Kratos. Dem krassesten MF of all time. Atreus. Es tut mir leid. Das muss es nicht, Vater. Mach's besser. Oh, Kratos lächelt. Kratos lächelt, oh mein Gott. Das war derselbe Satz wie aus dem vorigen Teil. Das hat er zu Atreus gesagt. Ihr wisst das bestimmt schon. Ich will's nur mal sagen. Alter, ist das einfach gutes Storytelling. Nichts ist geschrieben, das nicht gelöscht werden kann. Weißt du noch? Prophezeiungen sollten nicht unsere Entscheidungen steuern. Mhm. Dann schmieden wir unser eigenes Schicksal. Oh mein Gott, das lässt mir wirklich Hoffnung. Das macht mir wirklich gerade Hoffnung, das, was ihr gerade gesagt habt, dass Kratos doch nicht stirbt am Ende. Oh, ich hoffe sehr. Zurück zu Sindris Haus. Das ist die Aufgabe, glaube ich, gewesen. Und das macht er automatisch. Okay. Gut. Ich bin gespannt, was dann passiert. Willst du noch was erledigen, bevor wir zu Sindri gehen? Oh. Nein. Zuerst holen wir Mimir. Ah, okay. Okay. Gut, dann gut, gut. Sagst du uns, was du in Asgard erfahren hast. Ja, bitte. Danach sehen wir weiter. Er ist wirklich wie ein Bruder für dich, oder? Und was ist mit Freya? Sie scheint inzwischen eingezogen zu sein. Als sie ihren Hass wieder auf Odin richtete, erkannte sie, dass unsere Interessen übereinstimmten. Hm, davon wollte ich sie auch überzeugen, aber... Wann war das? Oh, bevor ich dir erzählt habe, wo ich nachts war. Ach so. Sie hat mich nicht getötet. Glück gehabt. Ach so, haben wir mal Glück gehabt, Junge. Da ist unser Portal, ab zu Sindri. Mal gucken, was da jetzt abgeht. Okay, alles ruhig. Gut, gut, gut. Oder auch nicht gut, ich weiß es noch nicht. Habt ihr irgendwas zu sagen? Sieh mal an! Hi! Hat jemand Fortschritte bei der Lindwurmsuche erzielt? Ja, ja. Oh, nur zu, Klingel! Zeig dem Boss, was du hast. Oh, gerne. Let's go. Oh, hi! Möchtest du zum Boss? Ja, tut mir leid. Der kümmert sich um den Schaden, den Garm angerichtet hat. Was? Versuch's doch später nochmal, ja? Trottel. Alter, du Kackvieh! Ich mag ihn. aber wir sollen Mimir holen. Okay, komm, wir holen Mimir und dann schauen wir, was wir noch machen können. Hier in dieser Welt. Na, gibt es bestimmt noch einiges zu tun. Die Risse müssen wir natürlich schließen. Wir haben jetzt die Hauptstory. Ja. Wie ist es gelaufen? Oh. Die Bestie macht uns keinen Ärger mehr. Das ist eine gute Nachricht. Mhm. Der alte Garm ist also hinüber, ja? Ja, quasi. Atreus,
Deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, nach allem, was er uns antat, das werde ich nie verstehen. Aber ich hoffe, du hast zumindest was Brauchbares für uns. Das hoffe ich auch. Kommt, ich zeig euch, was Odin treibt. Das hier ist ihm am wichtigsten. Mehr als Ragnarök und alles andere. Diese Maske. Erkennt sie jemand? Das Ding. Vielleicht Tür. Eine Sackgasse. Tür. Er hat schon damit rumgespielt, bevor ich ihn kannte. Hm. Ganz ehrlich, ich dachte, die Riesen hätten ihn damit aufs Kreuz gelegt. Oh, na gut. Oh, Sindri. Nein. Was? Du wirst dich, Mimir. Oh, Tyr weiß was. Die Maske ist nicht gefälscht. Die Riesen schufen sie nicht. Und nur wenige sahen sie je in ihren Visionen. Sie kannten ihren Ursprung nicht, aber einige glaubten, man könne damit die Geheimnisse der Schöpfung selbst sehen. Ein Orakel. Mehr, viel mehr. Damit würde man eins mit der Quelle unendlichen Wissens. Mhm. Das. Dafür hat Odin mich gequält. Oh. Oh, wow, wow. Und was meinst du? Kennst du's? Nein. An dieser Obsession hat er mich nie teilhaben lassen. Aber ich sage dir, selbst wenn Odin die Wahrheit sagt, seine Absichten sind falsch. Egal wie, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ist Heimdall unser Ziel oder nicht? Wir schreiben unser Schicksal neu. Auf andere Art. Okay. Also doch nicht. Dann gehe ich zurück nach Vanaheim. Wenn wir nicht gegen Odin kämpfen, sollte ich meinem Bruder helfen, ihn abzuwehren. Ich glaube, das hat ihm nicht gefallen. Wir gehen zu ihr, wenn wir können. Okay. Das machen wir. Wir werden sie besuchen. Da gibt es bestimmt noch was zu erledigen in ihrer Welt. Vater, ich sehe meine Notizen über die Maske an. Denke über einen Plan nach. Mhm. Aber wenn du wohin willst, bin ich dabei. Absolut. Und hört zu, alle von euch. Es tut mir wirklich leid, wie ich gegangen bin. Ihr wisst, ich würde keinen von euch absichtlich verletzen. Nun, wenn man sich aus Versehen in einen Bären verwandelt, kann so etwas auch schon mal vorkommen. Also, verzeihst du mir? Natürlich, Atreus. Wir wissen, du wolltest nichts Böses, Junge. Sindri? Sicher werde ich das. Irgendwann. Oh. So ist das wohl. Der ist immer noch abgefuckt. Auch Sindri. Wenn wir einen Tisch machen, hoffe ich, dass mir verziehen wird, dass ich beim Angriff der Hehlläufer nicht mehr tat. Meine Vorbehalte gegen Gewalt sollten nicht gelten, wenn das eigene Heim angegriffen wird. Aha. Und schon gar nicht von untoten Abscheulichkeiten. Ich griff nach einem Schild statt nach einem Schwert. Du Lauch. Du hast mich zu Recht dafür gerügt, alter Freund. Wenn es wieder soweit ist, bin ich bereit. Gut gesagt, Tyr. Da bin ich gespannt. Ich glaube, du schaffst das. Da bin ich gespannt. Okay, können wir jetzt Mimir mitnehmen oder was? Oder nicht so? Alle chillen vor sich hin. Wir sollen da raus? Moment, ich will doch... Wir sind doch für Mimir zurückgekommen. Moment, ich guck erst mal. Vielleicht. Ich muss mal den Kopf reinbekommen. Was? Ja, und was heißt das? Du Riese, Alter. Ja, was? Wir beobachten mal, was er so träumt. Das Zimmer ist so grün und beruhigend. Es macht dir bestimmt nichts aus. Was macht ihr nichts aus? Dass du chillst hier, oder was? Ja, dann chill du mal. Ah, viel besser. Machst du mit, Kratos? Sitzen, konzentriert atmen. Versuchen, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen? Nein. Überraschende Antwort. Sehr überraschend. Also, bevor wir nach Freya sehen, ja. Hast du in anderen Welten vielleicht noch irgendetwas zu erledigen? Ja. Der Junge würde sicher gern helfen.
Ja, ich weiß, ich weiß. Wir gehen auch mal zum Jungen. Hallo. Ich mach einfach hier mit weiter, bis du losziehen willst. Was machst du denn da? Lass mich gucken. Mach keinen Scheiß damit, Junge. Okay, auch hier gibt's nichts. Mimir können wir nicht mitnehmen, komischerweise. Wundert mich. Aber wahrscheinlich gehört das dazu. Wir müssen einfach durch die Tür und dann... Eine Verbesserung für die Leviathan-Axt ist verfügbar. Was? Lass mich unsere Axt für dich verbessern. Ist ja nicht auszuhalten, wie sie aussieht. Du sagst es, alter Freund. Hier. Ich bitte dich. Was darf sein? Mach. Walte deines Amtes, Frostflamme. Wann habe ich die denn bekommen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Nach all der Zeit ist sie immer noch wunderschön. Ohne Zweifel. Wie viele Stufen es gibt. Okay. Das war die Leviathan-Axt. Haben wir verbessert. Was können wir noch verbessern? Den Bogen nicht. Nee, der Junge kriegt nichts. Der Junge kriegt nichts. Glänzende Legierung fehlt uns hierfür. Okay. Der Speer. Auch den können wir nicht verbessern. Aber den Speerschuh. Ich guck erstmal hier. Gehärtete Kriegsgriffe. Ja, Stärkeabwehr, Vitalität geht nach oben. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Komm. Warum auch nicht? Wieso auch nicht? Schild hatten wir gerade geguckt. Die Axt, maybe. Die können wir verbessern. Der Knauf der Steinschneiderin. Stärke. Verbesserungsfähig. Stärke und Abwehr. Hier ist Stärke, Vitalität und Glück. Schwierig. Der heilenden Harmonie. Griff der austarierten Erholung. Ja, also ich tendiere ja zu ihm hier, zum Griff des gefallenen Alchemisten und dann aber verbessern. Ja, aber die Stärke geht natürlich krass nach unten, sehe ich gerade. Ich verbessere den hier einfach, den wir schon draufgeknallt haben. Den Knauf der Steinschneiderin. So, okay, verkaufen. Nö, danke. Spezialgegenstand brauche ich auch nicht. Vielen Dank, alter Freund. Kann ich mit dir reden? Alles gut. Es braucht schon mehr als einen Pferd voller Gestalten, um mich zu stoppen. Das weiß ich doch. Was soll ich denn tun? Mit einem Verband am Kopf herumlaufen und um Aufmerksamkeit betteln? Ich wurde zerfleischt von einem Bären. Angenagt trifft es eher. Angenagt? Mehr können wir hier nicht machen, glaube ich. Wir müssen raus. Verfügbare EP. Verwenden Sie EP für... Fähigkeiten? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wofür? Wir haben 12.000 EP? Woher? Woher haben wir 12.000 EP? Ich weiß es nicht, aber ich will alles verbessern. Verlängern Sie Stolz des Frostes durch zusätzliche Hiebe, indem Sie R2 drücken. Stolz des Frostes? Was ist das nochmal? Im Kampf einsetzen, um die Stufe zu erhöhen? Schwerer Angriff, Abschluss. Ah, okay, ja, warum nicht? Machen wir für 4000, gar kein Problem. Was heißt das hier? Was bist du? Halten Sie Dreieck beim Zurückrufen der Axt zurück, um schneller Frosterwachen zu aktivieren. Das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, ne? Aber ich will ja alles. Ich will alles aktivieren. Let's go. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir schon alles freigeschaltet tatsächlich. Aber für den Speer nicht. Ja, da ist noch ein bisschen was. Halten Sie L2 und R1 gedrückt, um einen mächtigen, sich in die Höhe schraubenden Speer zu werfen. Der Gegner wiederholt angreift und sie zurücktreibt. Das gefällt mir gut. L2 und R1. Das probieren wir aus. Hier haben wir sonst nichts. Atreus hat auch 5700. Vielleicht gegen den, mit dem Kampf gegen diesen Wolf, kann das sein? Atreus erhielt einen zusätzlichen Runenpfeil. Ja, let's go. 5000 nur. Das ist ja ein Schnapper. Okay, wir können nichts anderes machen. Schade. Okay.
Wir gehen raus. Aber ich dachte, wir müssen... Hey, warte. Ja? Ich komm mit. Na bitte, geht doch. Okay, wir sollen Brea aufsuchen, aber ich würde gerne erstmal woanders hin. Also schauen, was wir noch alles machen können. Warum kann ich mich nicht bewegen? Jetzt aber. Was bist du? Hast du noch irgendwas zu Kamellen? Sieh mal an, da hat jemand ja, okay. Nein, ja, darauf falle ich nicht nochmal rein. Schwein.